Welche Schule für mein Kind? Eine klassische Frage für Eltern, deren Kinder jetzt im vierten Schuljahr sind und die wechseln und in Speyer in die Schullandschaft einsteigen wollen, in eine weiterführende Schule. Herzlich willkommen aus dem offenen Kanal. Wir sind also heute bei einer Live-Aufzeichnung und ich freue mich ganz besonders, heute die letzte Schule dieser Sendereihe hier mit den Gästen bestreiten zu dürfen. Und freue mich deshalb, weil ich junge Gäste hier heute habe, die ihre Schule selbst vertreten wollen und weniger die Offiziellen der Schulleitung. Fangen wir einfach mal an. Neben mir sitzt eine junge Dame, eine sehr nette junge Dame. Das ist also Celine. Stellst du dich am besten mal vor. Also ich bin wie gesagt die Celine. Ich gehe auf die Burgfeldschule in die 9. Klasse im Realschulzweig und... Und nachher kitzel ich schon noch mal was raus. Sie hat mir nämlich gerade verraten, dass sie im Circus Bellissima mitarbeitet. Ja. Aber das kommen wir nachher. Zunächst ist die Schule ja wichtig. Ein zweiter Vertreter, männlicher Vertreter aus dem 9. Schuljahr, ja. Nämlich der Fabian. Ja, ich bin der Fabian, bin 15 Jahre alt, gehe auch auf die Burgfeldschule in Speyer und auch in die 9. Klasse. Und der Fabian hat mir verraten, das verrate ich Ihnen jetzt vorab, nämlich... Er wird bald was ganz Tolles kochen im Ratskeller. Ja. Er wird Lehrling werden, hat schon seine Ausbildungsstelle in der Tasche. Wie es dazu kommt und wie man Kinder, Jugendliche dazu führt, dass sie vernünftige Ausbildungsstellen bekommen und vernünftige Abschlüsse, dazu sind Sie zuständig. Dafür sind Sie zuständig. Barbara Grundhöfer, seit einem Jahr Konrektorin an der Schule. Ja, ist es schwierig, an der Schule zu unterrichten? Nein, es macht viel Freude, es macht viel Spaß. Es gibt schwere Tage, aber die meisten aller Tage sind fröhlich und spannend immer wieder. Das war ein guter Einstieg. Wir wollen aber zunächst einmal das Formale ein bisschen miteinander abhandeln. Das heißt, die Realschule Plus, für was steht das Plus? Wie ist die Schule organisiert? Und da muss die Fachfrau ran, bitte. Also die Realschule Plus ist eine weiterführende Schule und wir bilden zwei Jahrgänge aus. Einmal nach dem 9. Schuljahr, also bestandenen 9. Schuljahr, die qualifizierte Berufsreife oder nach 10 Schuljahren kann man bei uns die qualifizierte Sekundarschulabschluss 1 erwerben. Das heißt also, Realschule und die frühere Hauptschule sind kombiniert worden in die neue Schulform. Ja. Diese neue Schulform bringt viele, viele Vorteile. Woran sehen Sie das? Wie läuft es denn in der Orientierungsstufe? Wie läuft es dann weiter? Wie werden die Schüler zu diesen entsprechenden Abschlüssen geführt? Wir haben eine Orientierungsstufe. Das 5. und 6. Schuljahr findet im Klassenverband statt. Dort werden die Kinder gemeinsam unterrichtet. Sie kommen aus unterschiedlichsten Grundschulen, aus Speyer, aber auch aus dem Umland, werden bei uns willkommen geheißen mit Integrationstage und führen die Schüler neu zusammen. Im 6. Schuljahr beginnen wir mit dem realschultypisch neuen Fach, dem Wahlpflichtfach. Dort werden erste Grundlagen gebildet, möchte mein Kind Französisch lernen als Wahlpflichtfach, was auch in dem Gymnasium unter Umständen im 2. Schuljahr beginnen kann. Oder Sie besuchen die Wahlpflichtfächer Hauswirtschaft und Sozialwesen, Technik, Lehre und Naturwissenschaften, Wirtschaft und Verwalten. Und bei uns besonders gibt es einen Abschluss informationstechnische Grundbildung, den alle unsere Sechstklässler durchlaufen. Nach dem 6. Schuljahr findet eine Einstufung statt, die nach Noten funktioniert. Also wer in dem Bereich der Hauptfächer Deutsch, Mathe und Englisch auf 3 im Schnitt kommt und in den Nebenfächern wird im Sekundarabschluss 1 in der Realschule eingestuft. Alle anderen Kinder verbleiben im qualifizierten Berufsreife-Jahrgang. Wie, frag mal konkret nach, wie war der Prozess bei dir ganz persönlich, aus der Orientierungsstufe? Das Gleiche kriegst du auch, die Frage kriegst du auch gleich gestellt. Bitte schön. Bei mir war es so, dass ich halt zwar nicht genügend gelernt habe, aber das war zwar meine Schuld, aber ich bin nicht sehr schlecht geworden und bin dabei geblieben, immer auf der gleichen Reihe, immer auf der Straße geblieben. Und bin weder nach unten gesunken noch nach oben. Und so werde ich meine Schule wahrscheinlich mit dem Hauptschulabschluss verlassen.
Also für dich, Fabian, war klar, mhm. es muss was Praktisches sein. Genau, dieses ja. verkopfte Lernen ist nicht so mein Ding. Ich will in den Beruf raus, ich will praktisch arbeiten. Und dann bist du eingestiegen in den sogenannten Hauptschulzweig. Genau. Was für Fächer hast du da gewählt, die dir besonders zugesagt haben? Also gewählt habe ich keine. Oder genommen? Genommen, ja, halt ganz normal Deutsch, Mathe, Englisch. In den Nebenfächern ist es GL, Sport, Bio und Physik, Chemie und Religion. Wie ganz normal in der Schule halt, was ganz normal unterrichtet wird. Bio ist jetzt dann vorher Sachkunde und GL war auch vorher zusammen Sachkunde. Das ist jetzt sozusagen gesplittet worden. GL ist mehr... Was ist ein GL? GL ist Gesellschaftslehre. Da Aha. wird unterrichtet über Geschichte, über... Oh Gott, Ist ja. klar, brauchen wir nicht näher erläutern. Ja. Derjenige, der es wissen will, der kann sich näher damit ja, okay. beschäftigen. Wichtig war, der Weg hatte ich ganz klar mhm. nach der Orientierungsstufe in Richtung Berufsreife geführt. Dein Weg war ein bisschen anders. Ja, also ich war auch in der 6. Klasse. Du warst mit ihm zusammen? Ja, ich war mit ihm zusammen in der 6. Klasse. Und also ich bin erst zur 6. Klasse hinzugestoßen, also ich war davor auf einer anderen Schule. Und ich habe mich auch gut integriert dann in der 6. Klasse und ich wollte unbedingt auf die Realschule, weil ich davor auf einer Hauptschule war und deswegen bin ich auch auf die Burgfeldschule gegangen dann und mhm. Habe dann sozusagen mit Erfolg, bin ich dann auch in die Realschule gekommen und bin jetzt auch ganz glücklich bei meiner Klassenlehrerin und ja. Glücklich heißt auch stolz auf den Ja, Leben. Also... Das ist zwar alles sehr harte Arbeit, also auch wenn es eine Realschule ist, aber ich lerne immer sehr viel. Also ich lerne tatkräftig mit meiner Freundin immer und ja. Hat es Klick gemacht? Ja, also in vielen Fächern schon also. Das heißt, die Schule bietet die Möglichkeit, dass man ein bisschen länger in der Orientierungsstufe verweilt, um sich zu orientieren und dann anschließend genau weiß, die nächsten 3-4 Jahre geht es dann in Richtung eines anderen Abschlusses, nämlich der mittleren Reife. Selin ja. wird eine der Ersten sein, die bei uns die mittlere Reife macht. Ja, wir sind erst. Quasi. Du gehörst also zum sogenannten Premierenjahrgang. Genau. Ja, die genau. Schule ist ja noch relativ jung. Was sind deine Lieblingsfächer und deine Schwerpunkte? Also mein Lieblingsfach ist BK. Also ich liebe kreativ zu sein und Kunst. Und Musik, aber das haben wir jetzt nicht mehr momentan in der 9. Deutsch mache ich auch sehr gerne. Englisch bin ich eigentlich auch sehr interessiert, aber jetzt nicht so unbedingt die Beste. Aber mir macht der Unterricht sehr viel Spaß und ja. An alle drei die Frage, was fällt den Schülern schwer? Was fällt dir schwer? Was fiel dir schwer? Wie hast du es gelöst? Also bei mir ist es der Matheunterricht, aber ich habe eine ganz tolle Mathelehrerin und die gibt jetzt auch Nachhilfe für ihre Schüler in dem Realschulzweig und dann ist es immer nach der 6. Stunde und dann hilft sie uns da immer tatkräftig mit den Hausaufgaben oder wenn wir noch Fragen zum Unterricht haben und dadurch habe ich dann jetzt auch meine Noten verbessert und meine Mitarbeit ist besser geworden. Und wie heißt die nette Lehrerin? Frau Kögel. Also die Frau Kögel war für dich da und hat dich gefragt. Ja. Hat dir geholfen? Ja. Es hat dir gut getan? Ja, genau. Okay. Wie war es bei dir? Was sind deine Stärken? Also meine Stärken sind Deutsch, Mathe relativ auch gut. Bin jetzt auch nicht sozusagen der Beste, aber... Sag einfach, ja, ist okay. Ja, meine Schwerpunkte sind jetzt so auch eher Englisch so ein bisschen, Fremdsprache, aber... Es funktioniert. Ich habe jetzt auch eine neue Lehrerin in Englisch, die Frau Greichgauer. Die ist auch sehr nett, mit der macht der Unterricht auch sehr viel Spaß. Ja, Frau Grundhöfer, ich habe jetzt gerade gehört von den beiden, ihre Stärken und Schwächen. Was für Erfahrungen haben Sie denn, wenn die Kinder in die Orientierungsstufe kommen, wenn sie also aus der Grundschule in dieses neue System reinkommen? Also zunächst einmal kommen die Kinder aus vielen verschiedenen Schulen in Speyer und auch aus dem Umland. Wir begrüßen sie bei uns, wir versuchen Integration mit ihnen zu betreiben, soziales Lernen, sie aber auch an unsere Regeln
mit einem freundlichen, respektvollen Umgang miteinander ja, willkommen zu heißen. Das heißt, es ist ein Stück weit harte Arbeit am Anfang. Ja, am Anfang immer harte Arbeit, aber es zahlt sich aus, es lohnt sich. Wann sind denn die Schüler denn eingenordet? Wann fühlen sie sich wohl ins System? Wann können sie sagen, jetzt läuft es einigermaßen? Ich denke, da ist schon das erste halbe Jahr immer gefragt, anzukommen, den neuen Schulweg zu finden, die neuen Lehrer, die neuen Schulräume kennenzulernen. Das ist ein ganz normaler Anfang. Und auch mit den neuen Fächern ja zurechtzukommen. Jetzt hat man ja auf einmal Englisch oder Navi, Naturwissenschaften. Jetzt habe ich gerade von Celine gehört, dass hier Hilfen im Hintergrund sind. Wenn man so den einen oder anderen sieht, der da jetzt plötzlich mal so einen Durchhänger hat, welche Hilfen gibt es bei diesem ersten halben Jahr, wenn man merkt, da gibt es Schwierigkeiten, was macht die Schule, gibt es ein Konzept? Also ganz wichtig ist uns der Kontakt mit den Eltern, also da auch frühzeitig Rücksprachen zu halten, nicht nur über Elternsprechtage, sondern auch telefonisch sich schnellstmöglich in Verbindung zu setzen, aber auch mit dem Schüler zu arbeiten. Wir haben eine Schulsozialarbeiterin bei uns im Haus, die uns unterstützt, also auch mit im Unterricht ist. Wir können in diesem Schuljahr Förderunterricht anbieten, sodass in jeder Klassenstufe mindestens einmal in der Woche zwei Lehrer ansprechbar sind, in Deutsch oder in Mathe, in Englisch. Also ich sehe schon, da rasselt es gerade so bei Ihnen an Hilfsmöglichkeiten, die man also einsetzen kann. Jetzt gibt es da einen Jobfuchs, habe ich gelesen, oder sowas Ähnliches. Was ist denn das? Das ist der Jobjoker, das macht die Frau... Jobjoker, genau, das ganze Ding. Das macht die Frau Kimmel und die Frau Scheid. Die unterstützen uns dann im Berufsleben sozusagen, bereiten uns vor, schicken uns sozusagen auch schon ein bisschen was am Post zu. Mich nach, was hat die in deinem speziellen Fall getan, dass du so sicher bist, ich will Koch werden? Also so viel hat sie jetzt nicht dran getan. Also das, ich habe es mir sozusagen selbst rausgesucht, aber sie hat mich unterstützt mit den Bewerbungen und Lebensläufen, was man dann im Laufe seines Lebens halt zusammenträgt, muss man dann schreiben, da hat sie mir geholfen. Entschieden habe ich das selbst, vorher wollte ich noch was anderes werden, aber da ich eines Abends dann zu Hause gekocht habe, hat meine Mom gesagt, ich sollte doch lieber Koch werden. Und habe mich dann halt darüber noch informiert, habe bei verschiedenen Restaurants nachgefragt und der Ratskeller ist mir dann halt sozusagen ins Auge gestochen. Dann hat's geklappt. Genau, und habe dann dort nachgefragt und es ging. Also ich hätte dich auch genommen bei so einem selbstbewussten jungen Mann. Wie sieht es bei dir aus? Hast du schon diese Berufsorientierung genutzt, diesen Job? Bei uns ist es so, das fängt jetzt erst Anfang Februar an, also dieses Halbjahr. In der 9. Klasse, also wir haben sozusagen unser Blockpraktikum jetzt zweiwöchig erst vor uns. Aber die Frau Kimmel unterstützt uns auch tatkräftig. Bewerbungen schreiben hat sie uns auch geholfen, wenn wir da Schwierigkeiten hatten. Oder wenn jetzt jemand noch kein Praktikum hatte, weil er da abgelehnt wurde, hat er auch wirklich geholfen bekommen. Und auch, dass es so in dem Traumjob sozusagen, wo man auch sein will, dass man da auch hin kann. Und da hat sie uns echt sehr gut unterstützt. Also ein tolles Angebot an der Schule, das man nützen kann und soll, im Grunde genommen. Jetzt weiß ich von eurer Schule, gerade wenn ich durch den Osiander laufe, keine Schleichwerbung, aber da gibt es so einen Tisch und da steht Schulmanufaktur drauf. Ja. Was verbirgt sich dahinter? Also das ist ein sehr altes Konzept für uns eigentlich, die Schulmanufaktur, ehemalig ein Dauerprojekt im Fach Arbeitslehre. Gibt es noch? So, das Fach Arbeitslehre gibt es in dem Zusammenhang nicht mehr, sondern das ist das Wahlpflichtfach. Aha. Und bei uns ist die Schulmanufaktur eigentlich so ein Dauerprojekt und auch Prinzip geworden für uns. Also die Schüler stellen im Unterricht mit den Lehrkräften Produkte her, die sie dann auch selbst vermarkten. Also auf dem Bauernmarkt in Speyer oder zum Kunsthandwerkermarkt, zum Brezelfestzimmer, also fester Bestandteil. Ernst, gell? Es wird hergestellt, die Schüler zeichnen im Wirtschafts- und Verwaltungsunterricht die Produkte aus, machen Werbung dafür, wir haben einen eigenen Blog, stellen uns nach außen auch da und präsentieren sich selbst. Wir sind für diverse Caterings schon gebucht, diese Produkte stellen wir mit unseren Schülern her. Sofort, er kocht, er macht, hast du schon bei einer Catering-Aktion mitgemacht oder bei irgendeiner anderen Schulmanufakturaufgabe? Also bei uns jetzt an der Buchfeldschule habe ich noch nicht an so einer Catering-Station oder teilgenommen. Was hast du gemacht? Habe halt mitgeholfen, die Produkte herzustellen, war auch selbst in der Manufaktur, habe da Konkret? Vieles.
Kirschkernkissen, was haben die noch? Taschen aus alten LKW-Planen, da recyceln wir die. Auch alte Kaffeetüten. Das ist hat, der Renner, jetzt kannst du ja, gleich Kaffeetüten. Werbung machen. Die alten Kaffeetüten machen wir daraus Taschen. Da hat die Frau Grundhofer, glaube ich, auch schon zwei oder mehrere. Mehr, ja. Ja, da habe ich halt weiterhin mitgeholfen, genäht, ausgezeichnet und verkauft. Also ist es das in der Schule, das praktische Arbeiten, neben Mathe, Deutsch, Gedichte lernen, Interpretationen oder sonst irgendwas? Ja, also in Hauswirtschaft hat unser Lehrer uns auch schon ein paar Mal hochgeschickt dann. Und dann haben wir auch geholfen, Taschen, also diese Vordinge auszuschneiden und dann zu füllen, diese Kirschkernkissen oder diese Dinkelkissen. Und also das macht auch immer Spaß und dann kriegt man eine kleine Belohnung, irgendeine Mandarine oder einen Keks und dann ist man dann ist der Tag gerettet. Und es macht wirklich Spaß und die sind auch immer sehr nett. Also ich sehe, Schule ist bei euch ein sehr lebendig und vor allen Dingen mit Herz und Hand versehen irgendwie. Ja. Was findest du toll an deiner Schule? Also da wir eine sehr kleine Schule sind, kennt sich irgendwie jeder und das macht unsere Schule, glaube ich, ganz sympathisch, dass jeder irgendwie so jeden kennt oder wir hatten jetzt auch erst... Ein Satz ergänzen. Meine Schule ist... Meine Schule ist eine kleine Schule. Okay, meine Schule ist... Eine tolle Schule, also... Es macht sehr viel Spaß, dort dabei zu sein. Wie gesagt, jeder kennt jeden sozusagen. Wir haben sehr viel Unterstützung von den Lehrern, auch von der Frau Grundhofer. Das macht einfach Spaß. Wir sind jetzt nicht immer in Mathe oder in Deutsch. Wir haben dann auch in der Schulmanufaktur geholfen. Die Sendezeit nähert sich dem Ende. Ja. Er kann reden. Als Lehrerin bin ich gerne an dieser Schule, weil... Wir sind ein Teil Speyer. Wir sind Speyer West. Und wir haben junge Menschen, die Spaß haben, in die Schule zu gehen. Liebe Zuschauer, das war ein ganz spannender kleiner Einblick in die Realschule plus Burgfeldschule. Vor allen Dingen mal von einer ganz anderen Perspektive, nämlich mehr aus der Schülerperspektive. Und damit endet unsere Sendereihe Wohin geht die Reise? Welche Schule für mein Kind? Ich habe mich sehr, sehr gefreut, diese Sendungen hier mit den verschiedenen Schulleitern, Elternvertretern, Schülern moderieren zu dürfen und sage Ihnen, dass Sie diese Sendung im offenen Kanal-Channel bei YouTube nachschauen können. Genauso können Sie die Sendung dann morgen im offenen Kanal sehen. Das heißt also ganz klar, es bleibt mir nur noch übrig, mich zu bedanken. Ihr wärt nette, liebe Gäste und ich verspreche dir, ich werde dann mal nachschauen, was du so gekocht hast. Also auf Wiedersehen, liebe Zuschauer, bis zum nächsten Mal.